Und somit hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video. Zum Tiffany's Paradiespark. So, ich werde das jetzt aber nicht nochmal lesen, oder? Na gut, doch, komm. Was soll der Geiz? Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin total alle und gestresst. Da der Erfolg diesmal ganz auf meinen Schultern lastet und ein kleines bisschen wohl auch auf deinen, ist das eine große Verantwortung. Dieser Zoom muss super pompös werden. Die Leute erwarten hier das Beste vom Besten. Besonders meine Freunde. Obwohl ich ihnen erklärt habe, dass es auch aus mehreren Gründen nicht machbar ist, dass ihnen einen Pandas Kaviar servieren. Also muss ich mit diesen ganzen Erwartungen fertig werden und mich auch noch auf das Tierwohl konzentrieren. Da dreht sich mir der Kopf. Ob das auch wegen der Hitze sein könnte? Aber mal ganz ehrlich unter uns, wir schaffen das. Ich habe eine Liste der nächsten Prioritäten zusammengestellt. Meinst du, du könntest mir dabei helfen? Tiffany, natürlich, was war denn das nochmal? Wir brauchen einen Gulpi. Dein Gulpi, 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 slash. Anarita. Nee, ey. Ich hab zu viel Sims gespielt. Oh, guck mal, komm. Warte mal, haben wir nicht auch so. Helen? Verkaufshellen, ja. Nur das da? Nur das da. Nur das da. Das da ist aber nicht so schön. Und das da passt nicht. Das so platzieren. So, dann kommt da jetzt das Galoppislagi rein. Das da. So, und was war das noch? Ein Cosmic Go Ice Cream. Safe falsch ausgesprochen, aber egal. Zack. Haben wir das auch? Dann brauchen wir natürlich auch Mülleimer. Ganz, ganz wichtig, weil sonst schmeißen die Endmüll hier überall hin und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja einen sauberen Zoo, na, war lecker, Sira. Möchtest du etwa alles pink haben, Tiffy? Okay, warte. Können wir machen, dann kopieren wir uns den einfach. Da noch einmal einen hin. Dann hier einen hin, da einen hin. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum,
Dum, dum, dum, dum, dum. Dann müsst ihr halt jetzt da durchgehen durch den Zaun, meine Güte. So. Trainiere ein Tier und bis Niveau 3 Sterne. Da sind wir bei falsch. Genau, wir haben die jetzt fast auf 2. Ah, komm, das können wir auch mal machen. Achso, ja, euch müssen wir verlegen. Einmal dahin. Ah, jetzt haben die nämlich mehr Platz. Stimmt, haben wir von denen noch welche? Nein, okay. So, dann nehmen wir uns noch Schuppis. Das ist Schuppilli, warte, ihr kriegt noch anderes Dingsabums da, ne? Das haben wir ja nicht gemacht. De. Wichtige Information. Na, ihr kriegt ja hier das. Und dann setzen wir hier nochmal einmal was zu trinken hin. Sicher, sicher. Ui, Katze! Seid ihr damit auch noch fein? Ja, gerade so. Okay. Wo machen wir die Schuppis hin? Nein, ich möchte nicht den Stein. Ich würde das da gerne bearbeiten, aber das kann ich nicht bearbeiten. So, dann machen wir das einmal weg. Dann kommen hier die Schuppis hin. Ja. Klein, aber fein. So, da die... Aber warte mal. Kann das hier doch auch so machen. Und dann aber... Nee, nicht Kletterschutz. Einwegspiegel rein. Zack. Sieht doch viel besser aus. Und warum? Achso. Ja. Zack, die Dama-Gazelle. Die Dama-Gazelle. Sonst noch irgendwo. Weil sonst noch irgendwo war es, wo nix war. Ja, hier, ne? Der hier hatte nix. Ach doch, okay. Die können nicht abhauen, ne? Katzis, wo seid ihr? Hallo? Hallo? Jemand zu Hause? Ich bin doch schon safe dran vorbei. Weil die ja klettern können. Aber wir können nicht ausbrechen, ne? Nein, okay. Ne, gut, 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 gut. Was erforschen wir? Sie gut. Was findet der Mitarbeiterplatz? Ja, also da kann ich dir nicht helfen. Ihr habt einen großen. Wir machen jetzt die Schuppis, aber in Pausenmodus.
Ui, ich sehe nichts mehr. Ah, das muss aber ein Stück nach hinten, weil sonst, wenn die zu nah da nachher dran sind, heißt das, der ist entkommen. So, natürlich brauchen die auch noch einen Eingang. Da reicht so ein kleiner. Warum klicke ich eigentlich immer da drauf? Nur einmal die Schuppis bitte da rein. So. So. Schuppi ist da. Ah, Schuppentier. Das erste Schuppi ist da. Schuppentier. So, reicht das? Schuppi. Wir machen erstmal, das muss raus. Okay, dann natürlich mehr Bepflanzung. Hintergrund hörst du die Katzen bellen. So. Reicht. Wir wollten mehr. Ich möchte aber hier vorne noch kurzes Gras. So. So, na, so. Da mal Gazelle weg. Nochmal auf Pause, weil ich Schuppi jetzt erstmal einrichten, bevor gleich kein Geld da ist. Ich kenne mich. Essen gibt's hier vorne. Trinken gibt es einmal da. Und einmal hier, weil damit die nicht so viel laufen, so lange laufen müssen wir die. Hier vorne sind und Durst haben. So, einen Unterschlupf. Gibt es den? Der sollte da reichen, oder? Oh. Oh, ihr könnt auch im Bau, ja dann. Gibt es natürlich den. Oh, Spielzeug haben wir auch schon mal ein bisschen. Na, das war's dann auch erstmal. Okay. Stopp. Wo können wir Vivarien hinmachen? Können wir das da löschen? Nein, okay. Schade. Oh, die könnte man doch bestimmt hier. Kann man. Wenn man die jetzt nimmt. Ah, müsste. Ah, nee. Okay. Kann ich das hier wegmachen? Ja. Ich würde das eher hier gerne haben. Was kann ich auch wegmachen? Ich würde das gerne so machen. Hier, danke. Ich glaube, das reicht schon. Warum
Ist das so schief? So, muss ein bisschen schweben. Wir brauchen Vivarien. Weil, ich meine, ja, wir haben jetzt kein Geld mehr. Die packen wir jetzt mal da rein. Zeig mir mal kurz eine Zoopedia, wie viel. Bis zu viert. Okay, dann machen wir das nämlich auch. Also stellen wir das so ein. Ah, da müssen wir noch erforschen. 23 bis 31. 26, 60 bis 80. 70. Fenster 1, dann 2 nicht. Und 4. Population anpassen. Für Bares verkaufen, weil wir brauchen jetzt erstmal das Geld. Und hier können die dann für beide spenden. Ich weiß, ich brauche doch hier so irgendwie. Ja, ich brauche so Automaten, die man hier noch so irgendwie hinstellt, dass die Leute da den Weg auch lang gehen quasi. So, was brauchen wir denn noch? Oh, zwei Tiere noch. Und ein Tierarzt auf drei, ja. Hier ist noch mal eins für ein großes Gehege. Ich denke mal, da können dann die Trampeltiere rein oder so. Pause! Ich habe gerade Geld. Ahaha. Ja, aber die kommt nicht dahin, dafür ist das zu groß. Gibt es noch irgendwie so einen kleinen Platz, den ich mir klauen kann, borgen kann, nehmen kann? Nee, ja, der Platz ist groß, da können. Ah, hier ist groß. Da ich das ja nicht bearbeiten kann, kann ich die auch nicht dahin machen. Hier könnte man auch noch ein Gehege hinpflanzen, aber es ist auch halt groß, ne? Können die mit anderen Tieren zusammenleben? So, wo seid ihr denn? Obwohl, das wäre für den Gepard vielleicht ganz cool. Leute, bin ich schon dran vorbei? Ja, naja. Ach, nee, nicht das. Ihr wollt bis zu 6, also können wir noch ein paar Weibis nehmen. Okay. Also können wir quasi das Weibchen noch nehmen und dann warten wir auf Männekes. Sind sie erstmal sehr weit weg von allen. Ne? Wir haben da eins, da eins. Und da eins. Wäre eigentlich besser, wie hier das machen. Ne? Und da die reinsetzen, aber. Ihr könnt mit der Dame Gazelle zusammen sein.
dann pflanzen wir die Damagazelle doch gleich einfach mal um. Badam. So. Geht der Weg da weiter? Nö, der endet da. Ja, gut. Ich weiß nicht, wie viel Platz sie brauchen. Aber ich würde denen halt trotzdem einfach mal das hier geben, was ich denen. Nein, falsch. Was man denen halt so geben kann, ne? Was soll der Geiz? Ich darf die Uhrzeit nur nicht verpassen. Okay. Weil ich gleich noch weg muss. Und ich mach das jetzt einfach hier. So. Dun. Das da. So. Haben die noch ein schönes großes Gehege. Sollten die mal hier sein. Das da auch. Nein, 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 nein. Echt, sorry. Das war bestimmt laut. Ich weiß gar nicht, wie kommen die eigentlich dahin? Der Weg ist gar nicht verbunden. Den müssen wir gleich verbinden, okay. Weiß ich das auch. So, perfekt. So, dann möchte ich einmal alles und alles einmal so hochziehen. Zack. Weg. Das ist der, ne? Vielleicht ein bisschen weiter. Tag. Ah, doch, der ist hier verbunden. Naja, egal. Schade doch nicht, noch ein Weg nochmal verbunden zu sein. Wir können ihn sogar hier auch nochmal verbinden. Okay, dann lassen wir die Damagazelle gleich da einziehen. Ich kann die Gruppe bearbeiten, ja, aber ich kann die nicht wegmachen. Was ist das denn? Ja, weil irgendwie sind die störend. Huch. Also, ich fände die störend als Besucher. Naja, egal. Kann ich nicht wegmachen, also bleiben. So, jetzt da. Wo war das Vivarium?
So. Ich bin Gies. Ah, oh, die haben keine gute Lebenserwartung. Wird schwer mit. Hab ich das? Ja. Dann kommt hier halt auch noch mal eine Schlange rein. Zack. Und ihr wollt nur zu zweit bleiben. Alles klar. Vierundzwanzig bis 30. 40 bis 60. So, für bares Verkaufen und obwohl doch der Stein so ein bisschen. Millimeter bitte. Nur du Milli. Da ändert sich einfach gar nichts. Jetzt haben wir da auch noch Tierchen. Wenn man den Weg wegmacht, ne? Hätte man hier. Können wir hier die Stachelschweinchen dann machen? Hallo? Nee, nicht. Nein! Pfui aus. Machen wir das so. Aber das hier, wenn es geht, noch weiter nach hier. Oh mein Gott, nein! Aber ich glaube, dass ich das hier auch mit. Passt das noch nicht mit Holz? Mit Holz. Machen muss, dass die sonst da entkommen könnten. So, dann könnte man hier wieder Babams machen. Und hier ein Babams. So, und den Eingang wäre hier hinten ganz cool gewesen, aber naja. Sehe nichts mehr. Mit die wieder her, die kann man doch hier hin machen. Zack. Nee, ich möchte das da einmal bitte weg. Dann können die doch schon mal einziehen. Ich lasse die gesagt alles einziehen und habe noch nicht mal irgendwas erforscht. Es ist kein Tier ausgebrochen. Die sind noch im Gehege, Leute. Übertreibt doch nicht. Ich hab nur vergessen. Raus, die Dossi. Wo seid ihr da? Viele Gäste denken, dass das zu günstig ist. Finde ich auch.
finden die doof und die finden die doof und die finden die doof und die und die. Und die. Und einfach mal so fast alles, aber die Bepflanzung ist... Nein, das war nicht die Steine, okay. Wir machen vielleicht trotzdem noch mal ein bisschen was hin. Hier so, na, das Gras. So. Und vielleicht hier so eine Palme. Und so eine. Oh Gott, fast zu viel. Lassen wir mal wieder sein. So. Das ist nicht genug Platz. Kann ich natürlich nicht löschen. Immer noch nicht groß genug. Nehme ich euch ein Bäumchen wieder weg. Wenn dieser Stein nicht wäre, ne? Das wird einfach nicht mehr. Okay, kein Problem. Wie sich das anhört. So. Jetzt mehr? Nö. Hat so rein gar nichts gebracht, okay. Und wenn ihr das noch dazu kriegt? Ja, hart an der Grenze. Das kann man auch wieder nicht löschen. Jetzt haben die gerade. Den stellen wir mal da an. Ich habe so dezenten Problem. Soll da noch ein Mannequin reinpassen? Warum ist das nicht unter westafrikanisches Stachelschwein? Nee, ihr seid keine Streifen links. Wieso finde ich euch nicht? Ihr seid ja noch nicht unter Stachelschwein. Wisst ihr was? Der schöne Berg! Na, ihr kriegt 300. Muss doch so reichen. Ihr seid noch zu zweit. Macht mal hier keinen auf. Ich bin so wichtig. Meine Anna, ich hab dich ja ganz doll lieb und so, ne? Aber ich sehe nichts mehr. Heißt du, wenn du so nah an mich bist, ne? Und ich dir nichts Gesicht gucke, dann sieht das aus, als hättest du nur ein Auge. Weil deine zwei Augen verschmelzen.
Dankeschön. Toll. Dafür nicht, dass du das jetzt geklickt hast. Machen wir hier auch nochmal ein Ding hin, dann immer noch nicht. So. Au, nein! Oh Mann! Warum sind Aktivisten im Zoo? Warum? Weshalb? Warum? Wegen dir! Warum bist du denn wieder da drin? Meine Güte. So. Ich wollte gerade sagen, bell mal, aber gefunden. So, spulen wir mal vor. Und ich würde sagen, warum ist hier nichts mehr? Warum ist das leer? Warum ist da nichts Sandkatze drin? Und hier? Oh, ist das jetzt überall weg? Ja. Das ist so nervig, ne? Oder ich lasse die zwei Weiber da drin, ne? Die jetzt wieder nicht genug Platz haben. Aber mir egal. Was schon da? Der Strauß. Krankheiten können wir jetzt nicht erforschen. Der Strauß, der Strauß, der Strauß. Warte mal kurz, ich brauch dich da. Aber auch für den Strauß, glaube ich, nur sowas an Futterbeschäftigung, ne? Ja, machen wir mal 3 Stück davon rein. Zack. Die Sandkatze Gehege. So, der Strauß ist jetzt. Den haben wir jetzt. So, und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, sobald wir das dicke Gehege bauen. Also, bis gleich. So, das war, glaube ich, zu nah. So. Jetzt zieht die letzte Gehegetierart ein. Und somit haben wir einen 2. Stern. Kurz Pause, damit wir in Ruhe lesen können. Das wird auch nicht unbedingt einfacher, oder? Ich fühle mich, als würden alle an mir zerren. Die Tiere brauchen dies, das Personal das. Die Gäste brauchen irgendwas ganz anderes und dann kommt bald auch noch mein Papa zu Besuch. Was denn noch? Mal, was dann nochmal eine ganz andere Sache ist. Und ich habe meine Freunde überhaupt nicht beachtet. Ich habe gerade einfach keine Zeit für sie. Aber ich bin mir sicher,
dass sie das verstehen werden. Naja. Sebastian nicht. Er ist nicht spießig oder so, sondern einfach nicht besonders helle. Er glaubt, Bären können keine Treppen hochsteigen. Dabei weiß doch jedes Kind, dass sie keine Treppen runtersteigen können. Meine Güte. Aber vergessen wir die. Bald kommt Papa vorbei und wir müssen noch jede Menge erledigen. Ich will ihm zeigen, dass ich auf eigenen Füßen stehen kann und kein sechsstelliges Taschengeld im Monat brauche. Fünfstellig ist mehr als genug. Machen wir diesen Zoo perfekt. Natürlich machen wir diesen Zoo perfekt. Was möchtest du denn? Transportgeschäfte. Ach so, erforschen. Das ist okay. Das ist okay. Wo haben wir die Transportgeschäfte denn? Weil anscheinend haben wir die ja schon erforscht. Da. Oh, wir brauchen dringend noch einen Techniker. Einen geht nicht. Nicht nur ein. Nein, falsch. Hier. Okay, da sind wir dann dran. Nimm 5 verschiedene Vivarientiere auf und platziere sie. Davon haben wir schon 2. Also noch. Wenn ich den Weg wegmache, könnte ich hier drinnen eins platzieren. Dann hätten wir schon mal 3. Hier drüben könnte man dann noch mal 2 platzieren. Oh ja, okay. Die haben wir auch schon. Erhöhe das durchschnittliche insgesamte Tierwohl aller Tierarten auf 90%. Ja, da sind wir ja dran. Halte dein Zoo mindestens 10. Wir haben aber gerade mal nur 6. Baue eine 4x4 Abenteuertour. Ich will keine Tour machen. Ich hasse das. Boah, ich bin jetzt schon am Planen. Hier kommt noch mal ein Tier hin. Hier kann man bestimmt noch Tiere mit reinsetzen. Ist das auch für euch? Ja. Das hier aber nicht, ne? Nein, okay, ihr habt nur den Ball. Kein Ding, davon können wir ein paar platzieren. Sag mal an und sag mal hier. Na, das findet ihr doof. Das. Warum findet ihr eigentlich immer alles doof? Uno Momento. Okidoki. So. Oh mein Gott, hatte ich jetzt die ganze Zeit mein Mikro aus? Ich hoffe nicht. Naja, wir haben Silber erreicht. Ja, den Brief kann ich, glaube ich, jetzt nicht nochmal lesen. Doch, kann ich. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich mein Mikro aus hatte. Ich lese einfach nochmal. Sicher. So. Das wird auch nicht unbedingt einfacher, oder? Ich fühle mich, als würde alle an mir zerren. Die Tiere brauchen dies, das Personal das. Die Gäste brauchen irgendwas ganz anderes. Und dann kommt bald auch noch mein Papa zu Besuch. Was dann nochmal eine ganz andere Sache ist. Und ich habe meine Freunde überhaupt nicht beachtet. Ich habe gerade einfach keine Zeit für sie. Aber ich bin mir sicher, dass sie das verstehen werden. Naja, Sebastian nicht. Er ist nicht spießig oder so. Sondern einfach nicht besonders helle. Er glaubt, Bären können keine Treppen hochsteigen. Dabei weiß doch jedes Kind, dass sie keine Treppen runtersteigen können. Meine Güte. Aber vergessen wir die. Bald kommt Papa vorbei und wir müssen noch jede Menge erledigen. Ich will ihm zeigen, dass ich auf eigenen Füßen stehen kann und kein sechsstelliges Taschengeld im Monat brauche. Fünfstellig ist mehr als genug. Machen wir diesen Zoo perfekt. Tiffany. So.
Das sind unsere Aufgaben, da sind wir dran. Da habe ich schon geplant, wohin. 10 Tiere brauchen wir, das heißt noch 4 Stück. Ich glaube, hier können wir noch ein paar reinsetzen. Ich hasse das da. Und das da habe ich schon ein bisschen geplant. Aber erstmal lassen wir jetzt die ganzen Tiere hier ankommen. So. Ihr seid auch perfekt zufrieden und der Platz ist nur mehr als genug. Ja, oh, ihr wollt ein bisschen mehr Erde, okay. Zack. Mit was könnt ihr denn noch zusammen sein? Die und die und ihr? Auch die und die, ja. Gucken wir doch mal nach. Die Ratten gehen nämlich rüber zu den... Oh mein Gott, warum bist du so? Ja, guck mal, da haben wir doch schon mal welche. Mal hier, das kommt noch darüber. Wir haben zwar keinen Männchen, aber ist ja egal. Geht ja jetzt auch mehr eigentlich darum, wir setzen die Tiere noch eben rein und dann, ja, da kommt gleich was anderes hin, beim nächsten Mal, sobald hier die Tierchen ankommen. Stoppi, so, verlegen dahin. Wohl kannst. Nein, kannst du nicht. Okay. Hätte ja sein können. Welches Tier denn jetzt? Du. Okay, so. Machen wir kurz die Rappen. Weil die brauchen. Ne, hier. Das. Und dann machen wir da noch mal einen hin und da. Futter habt ihr die, okay. Zack, hätte ich das von den anderen auch hier lassen können. So, dann kommt hier das da rein. Und hier. Auch das da, dann passt das nämlich auch wieder. Tierarzt rufen. Mein Magen hat geknurrt. So, wo sind die? Da sind die. Perfekt, sind glücklich. Weil dann haben wir schon mal, warte mal. Ach, dann brauchen wir nur noch 2. Du bist hier zurück. Viele Gäste denken, dass das sehr günstig ist. Ja, finde ich auch. Machen wir hier noch die Bildung hin. Ich bin raus. Ich bin zu weit. Die Bildung muss hier hin. Bildung machen wir nämlich noch, so. Ich hoffe, die wird jetzt mal langsam, ne, abgeholt. Bildung, Bildung, Bildung. So. 1, 2, 3.
1. Hui. 2. Drei. So. Einmal hier rüber. Pause. Könnte sein, dass das Tier wieder da ist und... Bevor da Aktivisten kommen. Baba. So, ja, ich erforsche euch schon. Zack. Sorry. Wir machen das Drummen da. Ich glaube, das ist am coolsten. Kein Strom! Können wir hier... Ja, können wir. Techniker! Das war hier doch richtig, Techniker! Zack! Dann muss das jetzt erstmal ohne Strom hier rumlaufen. Soll so rumschwirren. So, dann einmal. 1, 2, und das drum da hiermit. Kann 20 sein. Perfekt. Machen wir hier jetzt mal die rein. Zack. Dass nicht nur immer das Drumme da von ist. So. Das hat keinen Strom. Das ist natürlich auch nicht, ganz klar. Und das hier auch nicht. Zack und zack. Beschneidet sich. Yes. Zack. Ja, muss halt auch erstmal ohne Strom jetzt auskommen. Dann natürlich Spendenbuchsen. Weil brauchen wir. So, das war's jetzt aber erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Zwei Tiere brauchen wir noch, ne? Habe ich den Jaguar nicht eben gekauft? Nein, okay. Ach, den Jaguar. Den Gepard, so, das meinte ich. Aber wir können hier noch zwei Tierarten reinsetzen, glaube ich. Ich schaue mir dann uns das nächste Mal an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss.
Sascha.